Hallo. Heute lese ich aus Unterwegs mit Strahlemann. Das ist eine Kurzgeschichte über einen Ausflug nach Tschernobyl aus meinem Kurzgeschichtenband Abgespaced 2. Unterwegs mit Strahlemann. Er nennt sich Siajusch, was ein bisschen wie CIA klingt. Mit seinem rostigen Lader wartet er vor meinem Hotel in Kiew. Ich habe jemanden wie Alexander Kajdanowski erwartet, den Stalker aus Stalker von Andrei Tarkowski, als Acheron, der mich in die Todeszone bringt, einen drahtigen Asketen, einen innerlich zerrissenen, illegalen, im abgewetzten Mantel voller existenzieller Fragen und auf Dauer hochgezogenen Schultern als Antwort. Siajusch ist all das nicht. Mein Guide hat ein Bäuchlein, trägt eine kurze braune Lederjacke mit einem bunt karierten Hemd und grinst wie ein kleiner Junge. Er kaut Sonnenblumenkerne aus einer verschmierten Plastiktüte und spuckt die Schalen in hohem Bogen auf den Bürgersteig. Das Wort Verschmutzung ist in meinem Kopf noch nicht ganz aufgepoppt, da wird es seitlich von einem anderen gerammt. Radioaktivität, gefolgt von Fallout, Verseuchung und Metastasen. Worauf habe ich mich eingelassen? Sein Geld will der Strahlemann im Voraus. Ich habe das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Etwas zu betreten, von dem ganz klar gewarnt wird, nämlich so: Betreten verboten, auf eigene Gefahr, du wirst es bereuen. Meine Vernunft ist zu Hause geblieben, ich habe Ängste im Gepäck. Beim Einsteigen in den weißen Lader, der schon so oft in der Zone war, vermeide ich, die Karosserie zu berühren. Der Staub auf dem Türgriff könnte von dort sein, kontaminiert. Meine Schuhe setze ich auf den Bodenbelag, als wäre er eine Herdplatte. Ich lasse die Hände in meinen Ärmeln verschwinden und atme flach. Besser jetzt umkehren als nie. Als mein Vater starb, hieß es, er sei als Kind so oft geröntgt worden, es sei ein Wunder, dass er nicht früher Krebs bekam. Er konnte nichts dafür, ich schon. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Der Lader bringt uns an Feldern und Birkenwäldchen vorbei nach Norden. In dieser Richtung wehte auch der Wind damals. Daher blieb Kiew weitgehend verschont. Es ist April, draußen riecht es nach Frühling, aber ich lasse das Fenster geschlossen. Die Sonne scheint auf eine Landschaft ohne erkennbaren Makel, als gäbe es nichts zu verbergen. Es gibt einige Dörfer auf dem Weg und ich frage mich, wer hier freiwillig leben mag, so nahe am Verderben. Dabei sind wir noch nicht einmal im Sperrgebiet. Nein, ich bin nicht paranoid. Was will ich hier? Mir ein Bild machen. Das heißt, Sonnenstrahlen fallen auf einen Ort, der als einer der gefährlichsten der Welt gilt. Von da aus kommen sie zu mir und ich fange sie ein mit einem Fotoapparat. Es entsteht ein Bild, das mir gehört und das ich mitnehme. Eines, das nur genau an jener Stelle gemacht werden kann. Ist es das, weil ich es kann und niemand sonst? Tschernobyl ist einer der bestdokumentierten Orte der Welt. Bei Google Earth gibt es ein 3D-Modell, nicht nur des Werksgeländes, auch von der 3 Kilometer entfernten Arbeitersiedlung Pripyat. Seit ihrer Evakuierung ist sie eine Geisterstadt, so wie Fukushima. Nach der Katastrophe dauerte es Tage, bis Pripyat evakuiert wurde. Beinahe wäre es noch zur Einweihung des neuen Rummelplatzes gekommen. Ein Park, ein Riesenrad, ein Karussell, sogar eine Autoscooteranlage waren eben fertiggestellt. Familien sollten sich hier wohlfühlen, Kinder glücklich sein. Die Erbauer einer leuchtenden Zukunft. Heute ist es der am stärksten verseuchte Platz der Stadt, da die offene Fläche als Landeplatz für die Hubschrauber diente. Von hier aus flogen die Liquidatoren in die unsichtbare Hölle, wo sie dem Unfassbaren mit Schaufeln und Schubkarren zu trotzen versuchten. Sie kamen verstrahlt zurück, hin und zurück, monatelang. Ja, erzählt Siajusch, mein lächelnder Fahrer, er war dabei, als es geschah. Als junger Mathematiker, nicht direkt am Reaktor, aber auf dem Gelände des Kraftwerkes. Er sei früh morgens wie immer zur Arbeit gefahren und habe weitergemacht in seinem Büro, während ein paar hundert Meter entfernt der Meiler brannte. Für ihn hat das eine Normalität, die mich verstört. Noch immer fährt Siajusch jeden Tag hierher. Es gibt nichts Schöneres für ihn. Wieder denke ich an Stalker. Der Film, der Regisseur, ein einziges Rätsel, voller Fallen, Verheißungen, Visionen. Dass er in Tschernobyl gedreht wurde, ist jedoch ein Mythos. Er handelt von einem Fremdenführer, der Menschen in eine verseuchte Zone bringt. Suchende, Verzweifelte, Sinnentleerte. In einem magischen Raum sollen Wünsche in Erfüllung gehen, die geheimsten Wünsche. Bin ich deshalb hier?
Während seine Kunden scheitern, weil sie erkennen müssen, dass ihre geheimsten Wünsche nicht die sind, welche sie sich ausmalen, kommt der Stalker selbst nie in Versuchung, das Zimmer zu betreten. Sein stilles Glück besteht darin, anderen die Möglichkeit zu geben. Seine Verzweiflung darin, dass es keiner schafft, dort seinen Frieden zu finden, weil ihm der Glaube fehlt. An was bleibt offen? Nach einer Stunde Fahrt auf einer beinahe leeren Straße erreichen wir den Checkpoint und dürfen passieren. Ab hier wird es ernst, jedenfalls für mich. Siayush erzählt mir mit breitem Grinsen, dass die Katastrophe ihm ein gutes Auskommen sichert. Tausende Angestellte fahren heute wieder täglich in die Büros rund um die Ruine. So ziemlich jede Nation, die es sich leisten kann, hat ihre Forscher auf dem Gelände. Seit Jahren bauen Arbeiter an einem größeren Sarkophag, der die Schande verbergen soll, vorwiegend mit EU-Geldern, von denen die ganze Region lebt. Touristen kommen und wollen den Schauer genießen. Touristen? Ich bin natürlich keiner. Dann taucht hinter den Bäumen der berühmte rot-weiße Schornstein auf. Mir stockt der Atem, ich bin da. Ein Fuchs kreuzt unseren Weg, er hat exakt vier Beine und nur einen Schwanz. Was habe ich erwartet? Er verschwindet im Gebüsch jenseits der Betonstraße. An einer Stelle tritt mein Strahlemann aufs Gas. Sogar ihm ist es hier nicht geheuer. Hunderte Meter vom Kraftwerk entfernt kam damals, Sekunden nach der Explosion, die Abdeckung des Reaktors herunter, ein tausende Tonnen schwerer Metallring. So radioaktiv, dass die Stelle noch immer strahlt. Was für Kräfte, denke ich, haben wir entfesselt für unseren Wohlstand. Wir haben das magische Zimmer betreten, als gehöre es uns, und was haben wir bekommen? Wir umfahren das Werk weiträumig. Ich habe nicht vor, mich weiter zu nähern, obwohl ein Besuch des Reaktors zur Tour gehört. Stattdessen will ich nach Pripyat mein Foto machen. Was ich plane, steht nicht auf Siayus täglicher Liste, aber für Geld macht er mit. Deshalb habe ich eine Einzeltour gebucht. Es kommen auch Touristenbusse her, nicht mit mir. Ich will etwas Besonderes, das noch niemand vor mir getan hat. Ich will hoch hinaus, höher als andere. Pripyat, der Ort, den der Rummelplatz zum Paradies machen sollte, hatte 300.000 Einwohner. Strahlemänner und Frauen mit ihren Familien. Die Ruinenstadt besteht ausschließlich aus Neubaublocks. Ich sehe Straßen und Gehwege, Kulturhäuser, eine Schwimmhalle und Hochhäuser, wie man sie auch in Berlin oder Rostock findet. Nur zugewuchert von Gräsern und Bäumen, ein postapokalyptischer Albtraum. Von einem dieser 10 Geschosser müsste es möglich sein, den Reaktor zu sehen. Er ist 3,4 Kilometer entfernt, ich habe es vorher auf Google Earth ausgemessen. Solche Bilder existieren bereits, nicht aber mit dem Riesenrad im Vordergrund. Das ist mein Plan, deshalb bin ich hier. Ich habe mich so lange durch das 3D-Modell gezoomt, bis ich den richtigen Winkel hatte, stand bereits virtuell hinter einem der Fenster im 9. Stockwerk und machte mein Bild. Vorne die fröhlichen Gondeln, butterblumengelb leuchtend, Sinnbild für Spiel und Spaß, ein schöner Nachmittag mit Zuckerwatte, Quass und Kinderlachen und in gerader Linie dahinter der Tod. Das war Teil 1 und morgen geht's weiter. Vielen Dank.